einen Sinn ergeben? Verdammt ist der groß. Jede Einrichtung hat ihre eigenen Generatoren. Aber ohne den Damm kann Sloan sie nicht lange bei voller Kraft am Laufen halten. Dann wird es Zeit für ein Feuerwerk. Okay. Ich sende Koordinaten zu genügend C4000, um den Damm zu sprengen. Ohne das Wasserreservoir wird das Kühlsystem des Reaktors gestört. Missionsziel: C4000 beschaffen. Doc, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Genau wie damals, als Sie mich und mein Team in Quebec retten wollten und die Nuklearreaktoren der Hydrofabrik überhitzten? Ich kann mich kaum an die Zeit vor meiner Erschießung erinnern. Meine Kindheit, meine Eltern, der zweite Vietnamkrieg. Tut mir leid. Viel Glück, Rex. Wir zählen darauf, dass Sie uns wieder retten. Scan abgeschlossen. Mission: Erreichen Sie den Damm und legen Sie das C4000 an Schwachstellen. Kybernetische Hunde entdeckt. Robohunde können sie riechen, selbst wenn sie getarnt sind. Benutzen Sie Würfel, um die Robohunde von ihrer Position fortzulocken. Schlafen kann ich, wenn alle tot sind. Das ist für dich, Spider. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. Donnerbüchse. Ich bin zum Töten hier. Freiwillige vor.
Du wirst platzen vor Freude. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. Schwere feindliche Flammenwerfer mit praktischerweise freiliegenden Brennstofftanks entdeckt. Gut, kaum, das ist Schrot. Zahnarzttermin vielleicht absagen? Gelegt. Bitte vor der Sprengung in den Sicherheitsbereich begeben. Ziehen wir den Stöpsel aus der Wanne. Ich hoffe nur, das neue C4000 ist so gut wie das alte C400. Nein, ist es nicht. Doc, der Sprengstoff tut's nicht. Dann bieten Sie einen Ingenieur, der im Damm arbeitet. Da waren Zivilisten drin? Aber... Ich kenne genau den Richtigen für so ein Vorhaben. Hier, Sie finden ihn über seinen persönlichen Peilsender. Missionsziel, Ingenieur im Innern des Damms treffen. Achtung, Mordabend ist die Nacht in der Cafeteria. Und es gibt eine extra Ration Kobayashi Cyborg-Schmieröl. Mit Kobayashi Cyborg-Schmieröl läuft's wie geschmiert. Die Flinte ins Korn werfen. Ich bin ein echter Herzensbrecher. Ich liebe diesen Scheiß. Müssen wir es mit 1000 Gegnern auf einmal aufnehmen? Mit der Terror 4000 müssen sich die Kommunistenschweine sehr warm anziehen. Baby, wo bist du bisher nur gewesen? Den Gegner, damit Drachen in der Nähe ihn angreifen. Los, fahr! Achtung! Eine neue Hochexplosiver roter Messer ist eingetroffen. Wir bitten darum, dass das Personal in der Nähe hochexplosiver roter Messer besondere Vorsicht walten lässt. Danke. Hallo?
Missionsziel erreicht. Sind Sie Sergeant Rex Code? Dr. Darling sagte, Sie wären sowas wie ein Held. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein einfacher US Military Mark IV Cyber Commando. Alles klärchen. Bahnen Sie mir einen Weg zum Reaktor, damit ich ihn runterfahren kann. Ich bin kein Cybersoldat. Okay. Und dann gehen Sloan die Lichter aus. Missionsziel, den Ingenieur beschützen. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Schützen Sie die Männer nicht, die unter Ihrem Befehl stehen, Sloan. Nur die Starken können sich selbst schützen. Das habe ich im Krieg gelernt. Zum Sieg hat es bei uns nicht gereicht. Wir haben Kanada zu einer nuklearen Einöde gemacht. Das war lange nicht genug. Aber mein Sohn, das wird sich bald ändern. Das verspreche ich dir. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Achtung! Säuberung von mutagenen Biotoxinen auf Unterebene 3. Säuberung auf Unterebene 3. Ja, keine Deckung mehr. Sauber. Bin auf dem Weg. Sieh eine an. Immer noch am Leben. Wissen Sie was, Sloan? Ihre Omega-Force ist nur ein Omega-Furz. Rex, wir werden auf sehen, wer hier furzt oder wer Cybergott ist. Verrate mir eins, Rex. Seit Sie dich mit meinem Kampfprogramm gefüttert haben, klingt deine kleine Stimme in deinem Kopf nach dir? Oder kriegt sie noch mehr? Was faseln Sie da, Sloan? Na, vielleicht steckt mehr von mir in dir als von dir selbst. Oder es macht dir Angst, dass ich dir keinen Grund zum Töten gab, sondern nur eine Ausrede. Jetzt habe ich's. Das ist die Brücke zum freigelegten Reaktorkern. Kommen Sie! Sie sind beim Kühlwassersee. Schick die Cyberhaie! Ich werde die Kontrollmechanismen überbrücken und lass das Baby überhitzen.
Dann gehen Sloan die Lichter aus. Das haben Sie schon mal gesagt. Licht aus. Für immer. Okay. Wir sind fast da, Sergeant. Warnung. Starke elektromagnetische Impulse. Ach, Kacke. Sie haben mich ausgesperrt. Sie müssen die Notfallüberbrückung des Schilds jetzt unter Wasser überbrücken. Aber denken Sie an die Cyberhaie da unten. Scanning. Unter Wasser Nebenanschluss deaktivieren. Denieren. Fundieren. Massieren. Zum Öffnen der Sicherheitssysteme. Nebenanschluss deaktiviert. Geben Sie dem Nächsten einen Kuss. 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 Nebenanschluss und Tor. Mission beendet. Zurück zum Ingenieur, zum Händchen halten und frohlocken. Warum sage ich das? Gut gemacht. Jetzt muss ich mich nur ins System hacken und den Reaktorkern freilegen. Achtung, bitte nicht in der braunen Zone warten. Ich öffne jetzt die Reaktorschilde. Die dürfen mich nicht töten, okay? Kommt runter und kämpft, ihr rostigen Spucknäpfe. Sie den Nuklearreaktor. Benji, nein! Doc, ich hab's geschafft. Aber Benji nicht. Tut mir leid, Rex. Benji war ein guter Mann. Nein, Doc. Er war ein echter amerikanischer Held.
Wir erinnern das Personal daran, nach Benutzung der Toilette die Hände zu waschen. Wenn jemand die Hand schüttelt, ist es, als würde er die Hand jeder Person schütteln, die sie je gekannt haben. Auch ihrer Mutter. Und sie möchten doch nicht, dass jemand ihre Mutter berührt, oder? Bitte waschen Sie Ihre Hände. Wie fühlen Sie sich nach dieser EMP-Welle, Rex? Ich fühle mich wie neu dort. Ich bin jeder Aufgabe gewachsen. Ich weiß nicht. In The Bishop of Battle bin ich so gut wie unbesiegbar. Doc, Sie spielen Computerspiele? Aber ja, Rex. Videospiele sind ein anerkannter Bewältigungsmechanismus. Wie jedes Hobby. Sie verbessern die Hand-Auge-Koordination, Problemlösung, soziale Interaktion und das Selbstwertgefühl. Und keine Studie konnte je einen Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt beweisen. Ehrlich, jeder, der Spiele für schädlich hält, ist ein blöder Pimmel. Hey, wow, wow, Doc. Nein, Rex. Pimmel steht für partiell ignoranter Mensch mit elementarer Lernbehinderung. Eine Abkürzung. Aber ich schätze, das hier ist kein Spiel mehr, oder? Lass dich nicht stören. Okay, Doc. Erzählen Sie mir von dem Silo. Das ist das Hauser-Labor. Das Herz der Blutdrachenforschung. Und die Zuchtstation, wo die Drachen aufwachsen. Zuchtstation? Sloan. Sagen Sie mal, Doc, wie sind Sie nur bei diesem Irren gelandet? Nachdem die USA die russische Invasion mit der Atombombe gestoppt hat, hatten wir kein Zuhause mehr. Sloan gab uns eins und ein Ziel. Wir wussten ja nicht, was er vorhatte. Also gut, Doc. Aber jetzt ist Sperrstunde im Brutkasten. Missionsziel, ins Hauser-Labor eindringen. Ich bin drin, Doc. Für eine Zuchtstation steht hier aber viel Technik rum. Das ist mehr als eine Zuchtstation. Hier baut Sloan die Hirnschirme, um die Drachen zu steuern. Solange sie diese Hirnschirme tragen, greifen sie seine Cybersoldaten nicht an. Das werde ich ändern. Zerstören Sie die Räume für die Prototypenkonstruktion. Und wenn Ihnen Drachen mit Hirnschirmen begegnen, schießen Sie auf den Aggressionshemmer hinten auf Ihrem Schädel. Das macht Sie so aggressiv wie vorher und Sie greifen die Cybersoldaten an. Ansonsten reagieren Sie nicht auf Cyberherzen oder Feuer. Zerstören Sie die Hirnschirmprototypen. Prototyp. In den unsicheren Zeiten der sowjetischen Bedrohung beschützt sie dieser 5-Sterne-Silo mitsamt ihrer Privatarmee vor Radioaktivität und mutierten humanoiden Untergrundkannibalen.
weiter zum nächsten Hirnschirmkonstruktionsraum. Zerstören Sie den letzten Hirnschirm-Prototyp. Neues Ziel setzen. Bestätigt. Missionsziel: Silo-Tür öffnen. Missionsziel erreicht. Auf untere Ebene springen. Nimmst du mich auf den Arm? Sie sind kein Kätzchen, sondern eine Tötungsmaschine. Springen Sie! Warum ist das Ding so verflucht langsam? Ziel? Flammenwerfer sichern und Blutdrachengelege zerstören. Alarm! Untere Ebene infiltriert. Der Eindringling darf die Zuchtstation nicht erreichen. Sonst könnte er die Notflammenwerfer an der Wand auf das Eigelege richten. Bitte nicht tödliche Munition verwenden, damit die Gelege nicht beschädigt werden. Kaitas! An alle! Bitte gehen Sie mit scharfer Munition gegen den Eindringling vor. Jetzt gibt's was auf die Eier! Achtung! Die an der Wand montierten Flammenwerfer dürfen nur in Notsituationen von autorisiertem Personal verwendet werden. Sollten Sie nicht sicher sein, ob es ein Notfall ist, dann ist es keiner. Guten Tag. Oh, my God.
Lightning on. Ich liebe diesen Scheiß. Ich mag mein Ei knusprig. Warnung, Feuer regt die Blutdrachen nur an, es verletzt sie nicht. Sind das etwa Aliens? Ein Spiegelei kommt sofort. Ich bin einzigartig. Was es euch wird, wenn ihr groß seid? Omelette. Schale, weicher Kern. Wer hatte Rührei bestellt? Missionsziel, Aufzug erreichen und entkommen. Feuerunterdrückungssysteme haben Feuer gefangen. Evakuierung. Selbstzerstörungsprotokoll eingeleitet. T-minus 30 Minuten. 3, 2, 1! Geh auf, verdammt! Einen schönen Tag. Warum ist der Aufzug so langsam? Wozu soll das gut sein? Dramatische Spannung. Alarm. Blutdrache nähert sich. Eine der Mütter. Sie ist verärgert wegen der Sache mit dem Flammenwerfer. Ihnen bleibt keine Zeit, den minimalen Sicherheitsabstand zu erreichen. Kommt dir das nicht bekannt vor?
nutzen Sie das Geschütz. Ach was. Titan hat den Brückenausgang zerstört. Sie müssen mit einem Fahrzeug über den Abgrund springen. Über den Hai springen. Durch mein Fernrohr beobachtet. Das war unglaublich. Nein, Doc. Bilder von weinenden Clowns und Hunden, die Poker spielen. Das ist unglaublich. Aber das? Nur ein Job.